1. Jo, und willkommen zurück, Leute. Es geht auf zu Grunthilda. Und Banjo zeigt keinerlei Emotion, obwohl er diese 100-Noten-Tür geöffnet hat. Mumu, Magie gleich alle, lol. Zauber alle, lol. Ab in die Waschmaschine. Nee, diesmal nicht. Okay. Und auf hier zu kommen. Und wo kommen wir hin? Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Lava! Es ist über Lava und ein komisches Labyrinth. Willkommen, Grunthilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in die Stube hocken? Mein kleines Quiz ist wunderbar und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Lavabad der Bär. Das Bild wird sicher legendär. Nun lauft auf das Brett und drückt A, dann wird es nett. Ah ja. Okay. Alle Reime nochmal schön zusammengepresst. Auf jeden Fall, ey. Alles schön. Also, ey, die Reime von ihr sind echt geil. Und hier haben wir schon die erste Frage. Eine kleine Antwort betreffend das Spiel. Hoffentlich verlange ich nicht zu viel. Wow. In Freezy Peak, da steht ein Iglo fein. Wie viele Bären passen hinein? 3. Ja. Blau. Was? Ich freue mich. Oh, okay. Ach, hab ich jetzt nicht. Ich fresse einen Besen. Was ist auf den Fässern in meinem Keller im Monster Menschen zu lesen? 1991, hau ab, zerbrechlich. Das da. Oh yeah. Erste Frage gleich gefailt, aber okay. Ich rieche schon den Braten. Du hast sicher nur geraten. Erraten. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Nö, kenne ich nicht. Nein. Nee. Unser Trainer. Es ist Bubbles. Flop. Höre die Menge. Sie schreit ganz verzückt. Wenn du verlierst, wird sie verrückt. Gleich noch ein Spruch. Auch mit dem bisschen Energie rettest du deine Schwester. Fantasie. Oh, schade. Ein Banjo. Der Blubberblasenfisch in Clankers Cavern. Der zahme, wie ist sein Name? Gloop, Sloop oder Bloop? Bloop. Bloop, ne? Ja, Bloop. Nein. Wie nein? Die Menge hofft auch auf dein Versagen. Du wirst es sicher nie mehr wagen. Doch. Das Kamel Gobby hat frei. Was gibt es her an Platz Nummer 3? Eine leere Wohnschlabe, ein Puzzleteil? Nicht. An Platz 3 ein Puzzleteil. Falsch? Digga, bin ich jetzt gerade richtig dumm? Nichts. Diese Frage verleiht Flügel. Sorry, Red Bull. Spiral Mountain des Maulwurfs Flügel. 7, 8 oder 9. Ja, Digga, woher soll ich das denn wissen? 7. Falsch. Zack. Next. Diese Frage verleiht Flügel. Zähle am Spiral Mountain die Maulwurfs Flügel. 8. 8. Richtig. Oh, Bro. Viele Töne wirst du hören. Deren Erfolg werde ich stören. Rate schnell und sei nicht bang, wer gibt von sich diesen Klang. Okay. Ja, toll. Ja, das wirst du ja nicht. Schade. Kann ich mitraten. Der Schildkrötenchor, das Mumienorchester, gibt's gar nicht. Die Polarbärenkinder. Die Polarbärenkinder natürlich. Polär, Digga. Da haben wir ein weiteres Leben. Und Joker. Wenn das Köpfchen zu sehr raucht, man immer einen Joker braucht. Oh yeah. Sage mir schnell die Zahl, wie viele Wege führen in Clankers Cavern in den Wal. Weniger als 5, 6, mehr als 4. Weniger als 5, auf jeden Fall. Falsch. Hä? Oh nein, ich hab die Todes... Was mache ich denn, wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Digga, was habe ich getan?
Oh, ich weiß auf jeden Fall, dass es Treasure Trove Cove ist. Das hat mir jetzt nochmal den das Hinterteil gerettet. Treasure Trove Cove. Richtig. Aber das Leben. Auch mit diesem extra Leben wird bald der Bär im Himmel schweben. Episch. Und guck mal hier. Was du weißt von mir, das möchte ich sehen. Sonst kannst du gehen. Und daher habe ich immer, genau deshalb habe ich immer mit Brentilda gesprochen, weißt du? Weil hier brauchen wir diese Fragen. Meine Klamotten, es ist nicht schwer, wo habe ich sie wohl her? Vom Hexendiscounter natürlich, ist es auch. Ja. Das weiß ich noch. Oh Graus, meine miese Schwester, schwätzt alles aus. Oder heraus. Der Affe auf Momos Mountain ist fürchterlich, womit bewirft er dich? Mit Orangen. Mit A. Genau. Mit was wolltest du sagen? Ananas, aber. Ja, genau. Deine Hoffnung will dich dämpfen, denn hier musst du kämpfen. Oh nein. Ich hasse es. Oh nein! Oder doch noch das Schlimmste. Die Kröten singen das Lied vom Teich, mach es ihnen gleich. Ja, das Lied vom Teich. Aha. Alles klar. Ich muss das drauf haben. Ich muss das drauf haben. Ich muss das drauf haben. Du musst mir helfen. Der. 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 Ja, ja, das hilft hier. Der, 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 der. Ja. Der hier, ne? Ja. Dann der. Und dann nochmal der. Und dann ist fertig. Ja. Epic. So einfach war. So schwer war es doch gar nicht. Dank mir. Ja, vielen Dank, ne? Okay, ich denke, das nicht hier längst. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ah ja, das sind Momos Mountain. Momos Mountain. Richtig, Banjo-Kazooie. Eine Antwort wäre nett, wie viel Federn hat dieses Brett? Hä? Welches Brett? Na, das, wo die Fragen drauf sind. 94. So. Oh mein Gott. Musik. Rate schnell und sei nicht bang, weil er gibt von sich diesen Klang. Das ist der Affe. Mit den Orangen? Nein, der Kleine. Chimpy, der Schimpanse. Konga, der Gorilla. Bambi, der Zebra. Bambi ist es natürlich. Andere schlafen im Bett, wo finde ich nachts denn nett? In einem Schweinestall, in einem Nagelbrett, in einer Mülltonne natürlich. Nein. Und ich weiß natürlich auch nicht alles über sie. Wenn du mich siehst, am Zeitungsstand, welches Blatt habe ich in der Hand? Die Hexenrundschau, die bunte Hexenwelt, der Kesselkurier. Der Kesselkurier. Der Kesselkurier. Wie du es wusstest. Wie du es wusstest. In your face. In dieses Waldgroßen, großen, des Walds großen Bauch, durch wie viele Ringe schwimmst du auch? Sieben weniger. Sieben. Sieben, ne? Ja. Falsch. Ich wusste das. Hä? In Clankers Cavern, die Frage kommt wieder, die Kette des Walds hat wie viele Glieder? Acht, sechs oder zehn. Wer zählt sowas? Ich nicht. Ich schätze zehn. Aber ich wusste es. Nein. Scherz. Auf dem Mumbo-Schädel, ja, wie viele Federn waren da? Drei. Drei. Na, Mumbo, das wäre jetzt auch peinlich gewesen. Okay, Joker, sage mir ganz ohne Hohn, aus welcher Welt stammt dieser Ton? Rusty Bucket Bay! Okay. Rusty Clockwood! Click Clockwood! Rusty Bucket! Hey! Damit haben wir zwei Joker. Für jeden Joker, den du nutzt, wird eine Frage weggeputzt. Drücke B, um den Joker zu nutzen und dich mit Feigheit zu beschmutzen. Ah, wir gehen erstmal hier längs. Am Boden der Sandburg, an der Treasure Trove Cove, da fehlt ein Buchstabe. Welcher es ist, mein Knabe? Keiner davon, Q oder X? Keiner. Keiner davon. Falsch.
ich habe auch gerade. Wie heißt denn nun der Hai, der an der Treasure Trove Cove schwimmt? Vorbei. Stecker Snack. Stecker Snacker natürlich. Oh, danke. Ja. Nee, auf die habe ich keinen Bock. Nee, da gehe ich lieber fast in den Boot. An der Treasure Trove Cove liegt ein Boot. Wie ist der Name ohne. Oh nein. The Wobbly Whale, the Sweet Reno, the. Mach Joker. Selfie. Geht das? Why not? Nein, es geht nicht, es geht nicht! Das selbe Boot, nein! Nein! Scheiße. Und damit sind wir verreckt. Nicht schlimm. Nochmal alles neu? Ja. Ich sehe, der Kleine ist zurück. Verlassen wird gleich sein Glück. Das ist doch gemein! Okay, auf ein neues. Der Blubberblasenfisch in Clankers Cabin, der Zahme, wie ist denn sein Name? Floppy. Flop nicht, Gloop. Flop. Ja, Gloop. Flop. Flop. Wenn du mal ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das ist im Mumbus Mall. Grundhilda, den ist da. Nein, Mumbus Mall. Nein, Grundhilda. Na? Kein Kommentar. Okay, ich gehe hier längs. Gegen den Joker. Jetzt keine Staralkühe. Was? Wie viele Wege in Mad Monster Mansion führen? Keine Ahnung. 9. Richtig. Lucky. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Na, no, wer ist das wohl? Brunhilda, die Hexe, Bretthilda, die Fee, Brunhilda, die Waldhilda. Brunhilda, die Waldhilda. Da wurde ich eben gerade irgendwie von irgendeinem komischen Russen bei Skype geedet, also nicht wunder. Was pflanzt du in den Boden im Wald, damit deine Pflanze wächst? Er wächst bald. Zaubern ist so blaue Samen. Blaue Eier, und damit haben wir unseren zwei Joker. Gut. Sind da noch? Ja, da wäre auch noch ein Joker, aber. Ich muss das mal einen Überblick mir verschaffen. Ja, gehen wir hier länger. Ah, du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel. Wer ist denn nochmal? Mr. Vale, ne? Gegen den musstest du mal schnell. Genau. Schnell Mr. Madame Vale, Mr. Vale, Mrs. Pile. Mr. Vale. Jupp. Richtig. Damit gehen wir weiter. Sei nicht so scheu, welcher Move war auf Mumbus Mount neu? Todessprung, Huckepacklauf, Huckepack. Huckepack. Flop. Und damit geht's auf in die Zeit. Runde. Einfach. Bau die Mädchen über den Haufen, bevor die Zeit ist abgelaufen. Und ohne mit einem Millimeter zu bewegen, war's das. Blau. Nice. Ja. Aber hier machen wir erstmal Schluss. Der Part läuft schon ein bisschen länger. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Und zwar genau hier. Bis dann.